Huch, habt ihr das auch gerade gehört? Da war so ein seltsames Geräusch, so ein Blubbern und Quietschen. Naja, egal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Jenny und ich lese euch heute aus Schlafenszeit im Zoo vor. Viel Spaß dabei! Der Mond ist bereits über dem Zoo aufgegangen. Die beiden Freunde, Zoodirektor Alfred Ungestüm und Ignaz Pfefferminz-Igel, haben es sich in ihren Betten gemütlich gemacht. Die Zähne sind geputzt, Gesicht, Hände und Füße gewaschen und die Kissen ordentlich aufgeschüttelt. Zoodirektor Ungestüm setzt seine Brille ab und löscht das Licht. Jetzt ist Matratzenhorchdienst angesagt. Gute Nacht, lieber Ignaz. Gute Nacht, Herr Direktor, antwortet Ignaz und kuschelt sich igelmüde in seine Decke. Doch als ihm seine kleinen Augen schon zufallen, hört er ein seltsames Geräusch. Herr Direktor, flüstert Ignaz. Doch statt einer Antwort bekommt er nur ein leises Schnarchen zu hören. Kurzerhand schwingt Ignaz seine kleinen Igelbeine aus dem Bett und schnappt sich seine Taschenlampe. Er folgt dem blubbernd quietschenden Geräusch hinaus in den dunklen Zoo. Bei den Seehunden erwartet ihn ein seltsamer Anblick. Ist das etwa ein Ungeheuer, das da aus dem Wasser ragt? Doch die Seehunde wissen es besser. Es ist Anton, der Elefant, der schlafwandelnd in ihr Becken gefallen ist. Und solange er dort auf dem Grund seine Runden dreht, können sie nicht einschlafen. Jetzt ist guter Rat teuer. Zum Glück hat Ignaz schon eine Idee. Mit ein paar Erdnüssen lockt er Anton aus dem Becken. Die Seehunde klatschen begeistert in ihre Flossen. Psst, flüstert Ignaz. Wir wollen ihn doch nicht wecken. Die Seehunde verstummen und rollen sich. Und auch Ignaz macht sich zurück auf den Weg in sein Bettchen. Er ist Igel-, Elefanten-, Seehunde müde und freut sich auf sein weiches Kissen. Doch gerade, als er die Bettdecke hochgezogen hat, hört er ein leises Wimmern. Neugierig folgt Ignaz dem Geräusch zum Gehege des Ameisenbären. Oh müde, sogar meine Zunge ist schon eingeschlafen, jammert Eddie, der Ameisenbär, verzweifelt vor sich hin. Zähl doch Erdmännchen, rät ihm Ignaz. Eddie druckst herum. Ich kann doch nur bis eins zählen, das reicht irgendwie nicht. Komm mit, sagt Ignaz bestimmt. Vor dem Erdmännchenhügel bleibt er stehen. Und dort liegen nicht nur eins, nicht zehn. Nein, da liegt ein ganzer Haufen Erdmännchen übereinander und aneinander gekuschelt. Man kann sie gar nicht alle zählen. Eddie macht erst große Augen, die dann aber immer kleiner werden. Er fällt auf der Stelle um und ist eingeschlafen. Sofort kuscheln sich zwei schlaftrunkene Erdmännchen an ihn. Auch Ignaz ist nun Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisenbär, Erdmännchen müde. Doch noch bevor sein Igelöhrchen das Kopfkissen berührt, rumort es erneut im Zoo. Das gibt es doch nicht, denkt Ignaz und macht sich wieder auf den Weg. Immer dem Radau hinterher steht er kurz darauf bei den Wölfen. Der Mond, der Mond, heult der kleinste Wolf herzzerreißend. Er leuchtet so hell, der Mond. Du Armer, murmelt Ignaz und ist im Nu zurück. Er setzt dem kleinen Wolf die alte Sonnenbrille von Alfred Ungestüm auf die Nase. Besser so, will er wissen. Doch er bekommt keine Antwort. Der kleine Wolf ist schon eingeschlafen. Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisenbär, Erdmännchen, Wolfs, müde. Will Ignaz sich zurück in sein Bett schleppen. Doch so weit kommt er gar nicht. Psst, Ignaz, ich bin's, Ferdi Faultier. Ignaz schaut sich verwirrt um und entdeckt Ferdi, der geknickt auf seiner Schaukel sitzt. Den ganzen Tag habe ich gefaulenzt und jetzt bin ich putzmunter, beschwert er sich. Ignaz kratzt sich an seiner Igelnase und überlegt. Dann hält sich seine Miene auf. Prima, nutz doch die Zeit. Und er beginnt aufzuzählen. Du kannst den Elefantenstall ausmisten, das Futter für die Nashörner vorbereiten, die Zebras striegeln, Freiherr von Löwe die Krallen schneiden. Mehr muss er gar nicht sagen. Bereits bei der Vorstellung, den Stall auszumisten, ist Ferdi auf einmal ganz schläfrig geworden. Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisenbär, Erdmännchen, Wolfs, Faultier, müde, macht Ignaz sich auf den Weg zurück zur Zoodirektor-Villa, als er ein lautes Klappern hört. Es sind die Zähne von Freiherr von Löwe, die da aufeinander schlagen. Hinter dem Felsen sitzt ein Schuhu-Monster, fürchtet er sich.
Ignaz ist zu schläfrig, um Angst zu haben. Tschuhu, begrüßt ihn Elli, die kleine Schleiereule, als Ignaz hinter den Felsen schaut. Schon was vor heute Nacht? Fragt er. Und Elli schüttelt aufgeregt und ziemlich vergnügt das Köpfchen. Passt du auf Freiherr von Löwe auf, bis er eingeschlafen ist? Tschuhu, kräht Elli hilfsbereit und macht es sich in der Mähne des Löwen bequem. Ohne Monster, dafür aber mit einer kleinen Freundin an seiner Seite, schlummert Freiherr von Löwe erleichtert ein. Endlich ist es still im Zoo. Erleichtert torkelt Ignaz zurück in sein Bettchen, denn er ist Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisen, Bär, Erdmännchen, Wolfs, Faultier, Löwen, Schleier, Eulen müde. Gerade als er die Bettdecke zum Kinn hochziehen will, hört er ein Brummen. Was ist denn nun schon wieder? Es ist Bodo Bärenkind. Schon 3 Flaschen warme Milch hat es getrunken, doch es kann einfach nicht einschlafen. Warte hier, gähnt Ignaz. Mit einer vollen Milchflasche kehrt er zurück. Honig, murmelt Bodo glücklich und ist nach einem weiteren Schluck eingeschlummert. Jetzt aber, seufzt Ignaz. Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisen, Bär, Erdmännchen, Wolfs, Faultier, Löwen, Schleier, Eulen, Bärenkind, müde. Und will endlich, endlich in sein Bett, als er ein leises Schluchzen hört. Es ist so dunkel hier, wimmert die kleine Fiona Fledermaus ängstlich. Stimmt, sagt Ignaz, der sich in der Höhle auch ein bisschen fürchtet. Dann formt sich in seinem sehr müden Igelkopf ein Gedanke und er geht zurück zum kleinen Bären. Es dauert eine Weile, doch dann hat Ignaz einige Glühwürmchen in der leeren Milchflasche eingefangen. Sie verbreiten ein gemütliches Licht in der Höhle und wenig später schlummert Fiona friedlich ein. Für Ignaz ist die Nacht aber noch lange nicht vorbei. Obwohl er Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisen, Bär, Erdmännchen, Wolfs, Faultier, Löwen, Schleier, Eulen, Bärenkind, Fleder, Mäuschen müde ist. Ignaz lauscht. Und wirklich, es ist nichts mehr zu hören. Endlich! Im Zoo ist Ruhe eingekehrt. Erleichtert und so müde, dass man es gar nicht in Worte fassen kann, klettert Ignaz in sein Bett. Doch als er zufrieden seine Äuglein schließt und kurz davor ist einzuschlummern, ertönt die Stimme des Zoodirektors. Jetzt aber raus aus den Federn, du Langschläfer! Ignaz öffnet die Augen und blickt in verwunderte Gesichter. Was ist denn los, Ignaz? Entrüstet sich Zoodirektor ungestüm. Der Zoo öffnet gleich die Tore. Hopp, hopp, genug geschlafen. Unsere Besucher freuen sich auf aufgeweckte Tiere. So, jetzt ist es endlich still. Das war Schlafenzeit im Zoo von Sophie Schönwald und mit schönen Bildern von Günther Jacobs. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da oder abonniert unseren Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.